Moin moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe hier einen wunderschönen See gefunden, wo jemand angelt, mit dem ich noch interagieren kann. Und hier scheint auch noch eine Höhle zu sein nach unten, denn da unten ist ein Schatz. Da werde ich dann mal später reintauchen. Mal gucken, was die Person da vorne zu erzählen hat. Und so geht's weiter mit der heutigen Episode. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Hallo! Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Oh. Das ist nicht mehr lustig. Oh oh, ist ein Elternteil gerade abgesoffen oder was? Das tut mir natürlich leid. Abschiedsbrief? Ich hoffe nicht. Komm raus, Walter! Du kannst dich nicht verstecken! Walter? Walter? Okay. Ein Fischergedicht. Der frühe Tag trifft gar des Taus. Schon schaut der findige Fisch in den Teich. Ich sehe dich! Aha. Mutter wird so wütend sein! Hoffentlich holt er Heilbutt heraus. Richtig riesige Fischflossen machen reich. Aha. So, Kleine, das ist nicht mehr lustig. Wie kann ich dir denn helfen? Wen schreist du an? Ich sehe niemanden. Meinen Bruder. Er ist da drin. Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt. Ah. Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt. Er kommt nicht aus dem Wasser und will seine Arbeit nicht machen. Mutter wird so böse sein. Aha. Oh, was soll ich nur tun? Das ist nicht der Richtige. Mein Bruder hat braune Augen. Ich muss ihn aus dem Wasser ziehen. Es wird nicht einfach. Er ist so gemein und glitschig. Ja. Walter, du wirst so viel Ärger kriegen, wenn Mutter davon erfährt. Sie hat dir gesagt, du sollst nicht mit Kobolden reden. Okay, ich glaube, ich habe einen Fisch dabei gehabt, den ich hier gerade gezeigt habe. Ne? Alles das, was ich vorher schon mal erangelt habe. Aber ich war ja noch nie hier. Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Ja. Na dann. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir einen raus, der so aussieht wie ihr Bruder. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Ja, wir brauchen auch nur den einen mit braunen Augen. Ich habe schon lange nicht mehr geangelt, wie ging das nochmal? Schon wieder 80 Folgen her oder so. Ah. Okay, wir ziehen einfach den hier mal raus. Komm mal. Der ist doch nicht groß. Wie mein Bruder, aber er ist es nicht. Ich bin nicht überzeugt, dass dein Bruder von einem Kobold verzaubert wurde. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann will weiter. Ich sehe keine Fische mehr. Ich hab Leckereien für dich, Walter. Würmer und so. Ja. Der riecht wie mein Bruder, aber das ist er nicht. Das ist auch ein guter Spruch. Okay, komm schon. Jetzt kriege ich ihn aber, oder? Da. Oh, der sieht größer aus. Ja, beiß an. Komm schon. Schnapp ihn dir. Er umkreist. Ja, jetzt hüpft er da noch rum. Beiß zu. Hallo? Was ein blödes Viech. Jawohl. Der ist auf jeden Fall größer als das eben. Boah, ist aber weit weg. Komm schon. Bevor die blöde Schnur reißt. Irgendwie habe ich auch das befürchtet, dass wir noch Geschichten kriegen, wo wir noch wieder angeln müssen. Komm schon, ich hab dich gleich. Bisschen noch. Nein, die Schnur ist rot. Jawohl. Noch einer. Das wird reichen. Walter, lol. Bleib im Busch. Wir haben, was wir brauchen. Ja. Nein, haben wir nicht, du Puddingkopf. Nenn mich nicht Puddingkopf. Die verarschen hier die Leute, ey. Puddingkopf! Puddingkopf! Die verarschen hier die Leute, damit man für die angelt, damit die irgendwie Fischen mit nach Hause bringen können. Elendes Gesindel. Dein Bruder sieht recht gesund aus. Für einen Fisch. Wir dachten, es wäre witzig.
witzig, wenn jemand anderes für uns angeln würde. Also habt ihr mich reingelegt. Und es hat geklappt. Überlässt du uns die Fische bitte? Wir tauschen sie auf dem Markt. Ja, ich brauche die sowieso nicht. Und jetzt? Kann ich die irgendwo hinlegen? Hier? Ah, Fische geben hier. Walter, wir haben die Fische. Danke, Fremde. Wie wollt ihr denn dieses fette Fass, was bis oben hin randvoll ist mit Fischen, jetzt zum Markt bringen? Das ist aber Fischunterricht. Okay. Dann fehlen jetzt noch zwei Rätsel, aber immerhin. Ihr meint fast wieder ein Level up, ey. So, ich check mal noch die Höhle ab, die hier ist. Irgendwo da vorne geht's auf jeden Fall rein. Ach so, hier steht einfach nur hier rum, die Kiste. Nicht an die Kante knallen. Aber man muss sagen, auf jeden Fall einfallsreiche Kinder, ne? So, alles hat eingesammelt. Dann schnappe ich mir jetzt mal das Ordensmitglied. Markiert habe ich ihn schon, hier oben. Das ist das Ordensmitglied. Oder ich gehe erstmal in die Stadt, weil ich habe ja, ich habe keinen Zurückreiseort hier. Hier kann ich schnell hinreisen und den umklatschen und dann hier hingehen. Aber wenn ich hier wieder hin will, hier habe ich keinen schnellen Rückzugsort. Der nächste Schnellreisepunkt ist hier. Weil dieses Gebiet hat nicht viele davon. Dann gehe ich da vorne hin. Schauen wir uns mal in der Stadt um. So, da gibt es auch Reichtümer. Ah, hier ist es ja schon. Und ich will auch noch unbedingt diesen... Töte den Fahnenträger. Ah, hier ist einer. Den Fahnenträger töten. Vielleicht reicht das ja. Das ist aber nicht. Aber hier befindet sich auf jeden Fall ein Fahnenträger. Schnappen wir uns die noch. So, sind schon mal ein paar Wachen weniger. Wir haben da vorne auch nochmal. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ein Händler. Gesichtsverdecken, Fahnenträger ausschalten. Okay. Dann bin ich hier doch richtig, um den Balken noch zu füllen. Okay, da vorne ist ein Artefakt. Beim Händler. Oh, ein Rüstungsteil gibt's ja auch. Ein Spottgespräch, ein neues Fähigkeitenbuch. Ja, lohnt sich doch hier mal zu gucken, ey. Okay, da oben ist wieder die Vorlage für eine Tätowierung oder so. Ich check erstmal den Händler aus. Das ist ja gar kein Händler. Der Händler ist 60 Meter in die andere Richtung. Ich habe schon lange keinen Plunder mehr verkauft. Und ich muss den Fahnenträger hier finden. Hallo, die Frau. Komm, die hat aber viel Kohlköpfe. Voll viel Kohl, ey. Kannst einen Krautsalat von machen. So, die Teile sind natürlich super schön. Ich will eigentlich nur den ganzen Plunder verkaufen. Du bringst die seltsamsten Dinge vorbei. Das war viel. Nichts Neues. Schade. Ja, war's das? Das war's ja. Wir sehen uns bald wieder. 200 Silber. Da haben wir nichts. Okay, dann schnappe ich mir schnell da oben das Artefakt, wenn es mir nicht wieder davon fliegt. Hier in der Hütte war nichts drin. Da ist ein Schlüssel. Okay, den brauche ich auch.
Okay, über die Leine, geradeaus. Ach, eine Kirche oder so ist es hier. Da ist auch der Fahnenträger. Bleib stehen! Nein, nicht runter. Wo ist der Bursche? Oh, ich wollte auf das Dach und jetzt hängt die hier fest. Ich hab's noch gekriegt. Huiuiui. Das war aber haarscharf. Okay, da unten stehen Soldaten. Da drin ist ein Fackelträger. Und da sind auch die anderen Sachen drin. Und da ist noch ein Rätsel und noch ein Schatz. Alter, wie viele Wachen hier rumlaufen? Das könnte ja eine Hütte sein, wo ich den Schlüssel vielleicht für gebrauchen kann. Wenn jetzt alle Seiten zu sind. Stehen so viele Wachen rum. Dass ich mich nicht in Ruhe umsehen darf. Nee, die Tür ist offen. Aber wie komme ich da rein? Ja, geht mal was trinken. Schleifstein vergessen. Schon wieder. Das Leben ist schon seltsam. Mhm. Ich glaube, morgen gehe ich an. Ich glaube, ich gehe gleich euch abschlachten, wenn ihr nicht euch mal wegbewegt. Na, da ist kein anderer Eingang da. Ich riskiere es jetzt einfach, hier ein bisschen aufzuräumen. Verleih mir Stärke! Hä? Gemeinsam! Den zweiten hat sie gar nicht mehr abgeschlagen. Leiden. Christus wird uns beistehen. Wo kommst du denn her? Ich bin dran. Wow, ein Reiter. Bleib standhaft! Au. Von denen habe ich eine Blume bekommen. Oh, wie süß. Da ist noch einer. Je mehr Wachen ich ausschalte, umso besser kann ich mich hier frei bewegen in dem Dorf. Was willst du? Willst du mitkämpfen oder willst du hier nur rumtanzen? Ups, falsche Richtung. Tut weh, was? So, und schon habe ich hier freie Bahn, ey. Oh, noch mehr. Wer soll ich denn rufen? Wohin denn? Ich finde aber gut, dass die alle zu mir kommen. Muss ich nicht zu denen laufen. So, da ich jetzt hier nach sowieso wieder die Kapuze aufziehe. Ups, bin ich ja nicht zu sehen. Jetzt habe ich die Leiche noch mit einer Falle versehen, das wollte ich gar nicht. Wenn da jetzt einer reinläuft, bin ich wieder schuld. So, der Schlüssel befindet sich in der Kirche. Wo auch der Standartenträger ist. Okay, dafür ist der Schlüssel. Die Tür ist verschlossen und dann brauche ich den Schlüssel dafür, okay. Moment mal, Fremder. Okay. Da ist der Träger, der bewacht die Tür. Den kann ich aber easy ausschalten.
rumstehen, die komplett voll, ey. Ist die Frage, ob mich jemand sieht, wenn ich hier den Baum benutze. Nein, so komme ich gar nicht darauf. Ah, das hat der das mitgekriegt. Ich verstecke mich hier. Ach, der hat eben noch nichts gesehen gehabt. Wo ist der Träger? Okay, dann hau ich ihn eben halt um. Macht ja nichts. So, da ist er weg. Ist der Balken immer noch nicht gefüllt? Ach komm, ey. Wie brauche ich denn noch? Also der ist jetzt ganz, ganz voll, aber... Ich hoffe, das reicht. Oder? War das? Schon. Erster. Gegen die Wand gedonnert mit der Speerfähigkeit. Hat ihn sogar getötet. Gar nicht schlecht. So, irgendwo hier ist noch ein Bogenschütze. Ach, da hinten ist der so. Nervt. So, den habe ich seinen eigenen Pfeil zurückgeschossen. Oh, er hat einen Hammer aufgehoben. Dann komm mal her. Er hängt fest. Er hängt fest. Ich habe Edwins Verteidigung genug geschwächt. Ah. Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf ihre Soldaten sollte der letzte Schlag vor der Schlacht sein. Okay, jetzt habe ich es fertig. Der Kampf muss abgeschlossen werden. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Was soll das denn sein? Untersuchen. Das ist auch wieder nur, um Leute abzulenken hier. Dann haut sie dagegen. Okay. Kann man von oben irgendwo rein? Also von der Seite irgendwo was aufschießen oder irgendwo durch einen Spalt durchgucken? Gibt's jetzt hier gerade nicht. Ich muss den Turm noch mal ein bisschen untersuchen. Da... kann man reingucken, aber von hier aus kann ich nicht da unten hinballern. Vielleicht ist ja oben noch irgendwie ein Loch, wo ich ins Innere komme. Da haben wir noch ein Fenster. Ah, guck mal, hier ist auch ein Buntglasfenster. Da muss ich doch reinkommen. Ja. So, da wäre noch ein anderes Fenster gewesen auf jeden Fall. Und hier kann ich jetzt nach unten. Ja, weiter nach oben hätte ich eh nicht... Doch, guck mal. Also nach unten können wir auch, aber ist da oben noch was? Ich check mal kurz, ob hier was ist. Nein, aber ich kann das Teil da nach unten ballern lassen. Na gut. Und hier ist auch noch eine Kiste. Geht das auf? Na so nicht. Ich glaube, ich muss erstmal das Ding da wegschießen. Jetzt kann ich das bestimmt wegschieben. Ne? Schöne Teppiche. Das ist die fette Kiste auch. Die Magisterhose. Aber das fett mich jetzt auch vollständig? Ja, ich glaube schon. So. So, Nahkampfschaden wird nachts erhöht und zusätzliche Verbesserung für Fernkampfschaden. Haben wir das auch. Ich glaube, das Skillbuch ist dann unten. Weiter oben hier ist auch nichts mehr. Nee. Nö. Ein bisschen Silber.
Ah, da ist der Schlüssel auch. Genau, den brauche ich auch noch für das andere kleine Gewölbe. Ne, das Skillbuch ist dann in dem Gewölbe mit dem Schlüssel. So. Okay, hier ist der Schlüssel. Ja. Krypta-Schlüssel. Da ist er. Immer schön daneben schlagen. So, da ist die Krypta. Gut, dass jetzt alle Soldaten tot sind. Viel gemütlicher. Und da haben wir die Fähigkeit. Mal gucken, ob es noch eine neue ist oder eine Verbesserung von denen, die ich jetzt habe. Die Erinnerungen meines Großvaters. Mein Großvater erinnert sich noch daran, als Oxnafort nicht mehr war als eine kleine Stelle, an der der Fluss etwas seichter war. Hirten kamen hierher, um ihre Ochsen auf den Markt zu bringen. Und heute Häuser, eine Schenke, Fischerhütten. Bald werden wir in ganz Mercia für unseren Fisch bekannt sein. Na dann. Thors Rache. Oh. Thors Rache klingt lustig. Es ist hier. Zeig mal. Thors Rache. Ah, schwere Schläge aufladen. Halte L2, R2, um deine ganze Kraft in einen unaufhaltbaren Angriff zu konzentrieren. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto stärker wird der Angriff. Das ist aber ganz cool. Den werde ich mal ausrüsten und darauf packen. Geht wahrscheinlich dann auch mit jeder Waffe. Okay, das haben wir. Dann gibt es jetzt hier, glaube ich, nur noch... Na gut, noch ein paar Schätze. Und da haben wir auch noch hier ein Rätsel auf der Seite. Und das noch. Na, diese kleinen gelben Kisten, die gehen mir mal ein bisschen auf den Sack, muss ich gestehen. So, da ist der Spottstreiter. Können wir wieder unser Charisma ein wenig aufpumpen. Sieh dich an! Du siehst aus wie ein ausgestopfter Biber. Danke. Was für einen Streit suchst du denn? Ich beobachte nur, dass du schwächlich bist wie ein Spatz. Und das würde ich gerne in Verse verpacken. Ein Spottstreit. Du weißt Bescheid. Natürlich. Hab schon viele gewonnen. Sogar gegen Thor. Ich stelle mich dir. Gegen Thor selbst. Höchstpersönlich habe ich auch gewonnen. Hier ist mein Einsatz. Dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin stark wie ein Drache. Du fürchtest dich schon. Ja. Du bist stark wie eine Made und du erntest nur Hohn. Du blökst wie ein Lamm, wie ich es erwartet hatte. Ich verbreite so viel Angst, selbst den Bären wird fahl. Okay. Nur dein Haupthaar erschrak. Deshalb bist du ganz kahl. Schön. Ich hab Mut wie ein Löwe, bin stark wie ein Pferd. Hinter dir steht ein Esel. Und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert. Der war wahrlich gut. Ja, weil lass mich letztlich dir sagen, du wähnst dich ein Biest. Doch du bist nur ein Großkotz, der manchmal laut niest. Ei, dein Geist ist scharf wie Adlerklauen. Du hast dir diesen Gewinn verdient. Das war ja leicht. Der Esel, der neben dir steht, der hat dich verraten. Der hat mich auch auf die Idee gebracht. Okay, noch einen Spottstreit gewinnen und dann haben wir wieder einen weiteren Punkt für das Charisma erreicht. 200 Silber, ey. Yay. Okay. Ist auch schön. Jetzt bin ich hier auch... Ja, guck mal, das sind nur noch kleinere Schätze, die ich dann hier nochmal abgrasen muss. Ich gehe jetzt mal da drüben hin. Ist das nicht das letzte Rätsel auch? Oder? Habe ich falsch geguckt? Ja, das letzte. Krass. Da ist auf jeden Fall eine Ortschaft. Oder ein Hof. Hier kann ich auch die Kapuze wieder abnehmen.
Eiferer habe ich in dem Gebiet schon zwei getötet, ne? Einmal beim Plündern mit Sigurd und so, da war einer dabei. Und dann der, wo ich gleich angekommen bin in diesem Gebiet. Also da sollte keiner mehr da sein, was Eiferer angeht. Ordensmitglied, ja. Aber kein Eiferer. Hallo. Hallo. Ich habe den Schlüssel verloren. Den Schlüssel? Er hat einen Schlüssel verloren. Ich habe so viele Schlüssel gesammelt. Ey, vielleicht willst du einen haben. Hey, gute Frau. Das ist dein Haus? Ich habe den Schlüssel abgelegt und dann ist er in den Fluss gefallen. Natürlich. Ich heiße Bronn. Hallo, Bronn. Bronn. Ah, eine Dänin. Ich habe etwas da drin, das dich interessieren dürfte. Das legendäre Horn des Ragnar Lodbrok. Du hast Ragnars Horn? Woher weißt du, dass es seins war? Da hast du recht. Ich kann nicht ganz sicher sein. Es ist ein altes dänisches Horn. Hilf mir in mein Haus. Dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Okay. Der hat sicherlich nicht Ragnars Horn. Der will doch hier einbrechen, wenn er nicht mal einen Schlüssel hat. Ich helfe hier gerade bei einem Einbruch. Naja, ich wäre auch ohne ihn eingebrochen, aber jetzt machen wir es halt gemeinsam. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Horn. Ich habe es vor langem versteckt. Verzeih mir, ich erinnere mich nicht wo. Ja, natürlich, weil das nicht dein Haus ist. Was die alles für Kasten Kästen rumstehen. Ja. Ich weiß wieder. Natürlich. Es muss dahinter sein. Mhm. Ich hab's geahnt. Gut gemacht, Dänen. Hab ich? Anhänger nehmen. Ah, sieh dir das an. Das ist kein Horn. Lass mich mal sehen. Goldener Anhänger. Was haben wir denn hier? Oh, ich wollte das lesen. Abschaum, raus aus meinem Haus! Dieser Mann sagte, es wäre sein Haus. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig ich bin? Ich werde euch beide häuten und vor den Stadttoren aufhängen lassen. Mein Freund, das ist alles nur ein Missverständnis. Wenn du getäuscht wurdest, Dänen, gibst du meinen Hausrat zurück und hilfst mir, den Schurken zu erledigen. Ich werde Bronn verteidigen. Ich werde dir helfen, Bronn zu besiegen. Bronn hat uns ja angelogen. Das ist ja sehr offensichtlich, dass das nicht sein Haus ist. Wir haben einen goldenen Anhänger gefunden, aber war der Anhänger jetzt ordensmitgliedsmäßig? Den hätte ich mal vielleicht untersuchen sollen. Aber ansonsten hat der Hausrecht. Hier, das gehört dir. Bronn ist ein Lügner und ein Dieb. Er hat es nicht anders verdient. Nein! Und den Text wollte ich auch noch lesen eigentlich. Ein Tod naht! Wir lassen uns nicht beirren! Gott ist mit mir! Kommt davon, wenn man Eivor anlügt. Wahrscheinlich ist Bronn hier auch ein totaler Assi. Hätte ich wahrscheinlich rausgefunden, wenn ich hier noch die Zeit gehabt hätte, den Text zu lesen. Vermerk des Hausbewohners! Endlich habe ich diesen verdammten Anhänger! Meine liebste Ädre wird sich freuen. Ach nö. Der hat einen Anhänger für seine Liebste haben wollen. Und ich habe ihn gerettet. Okay, dann ist es dann alles okay. Es war ein Anhänger für seine Liebste. So viel zu ihm. Du hast mir geholfen, Dänin. Dafür zerre ich dich nicht wegen Diebstahls zum Greve. Du bist sicher dankbar. Nur schade, dass ich nun Ragnars Horn nicht bekomme. Ja. Das Horn Ragnars. Ja, ja. Hä? Das ist das andere Gebiet? Das Rätsel hat gar nicht dazugehört. Scheiße. Ich bin in einer anderen Zone. Hier ist. Ja, ich bin über die Grenze überweg. Einfach über die Grenze. Na gut. Das letzte Rätsel ist natürlich hier unten. Für Ochsener Fort. Jetzt war ich hier schon in 220er. Deswegen war auch der Bronn rot vom Level her. Na gut, der hat ja nicht viel ausgehalten. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann schnappe ich mir da das Ordensmitglied hier. Das hier ist auf jeden Fall noch in der Zone drin. Da das kleine goldene Ding. Letzte Rätsel ist natürlich da. Und die letzten zwei Artefakte eins hier. Und dann ist hier das letzte. Okay. Auch nur noch vier Reichtümer. 1, 2, 3, 4. Ich sehe auf jeden Fall alles.
Dann haben wir das Gebiet auf 100% abgeschlossen. So wie sich das gehört. Also vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Vielleicht hat euch die Folge etwas gefallen. Und lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ciao, ciao.